Willkommen bei Meyers TV mit einem angespielten Spiel hier mit einer super netten Begrüßung. Spiel fortsetzen, eigentlich will ich das nicht. Ich habe mal angefangen mit dem Spiel, um zu schauen. Option, ach ja, das Spiel geht übrigens nicht per Maus. Optionen. Allgemein, Escape. Abenteuer fortsetzen, ja gut, das bleibt mir anderes übrig. Ich musste ein Ei wieder zurückholen, was ich wiedergefunden habe. Also die Velitoren da, die haben Ei geklaut und wir haben uns das jetzt zurückgeholt, oder ich zumindest. Und ich muss jetzt natürlich denjenigen finden, den ich da zurückbringen kann. So. Diese Dinge aber schön mitnehmen hier, wie ich irgendwie mitbekommen habe. So. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Eine Gebietskarte. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. P2. Kann ich irgendwie was wechseln hier auf der... Okay. Ah! Und darauf sollte mal jemand kommen. Blind bin ich auch noch. Ist das eine Art Sprungschanzen? Ah, okay. Das Spiel stellt einen ständig vor neuen Herausforderungen. Ist aber gar nicht so schlecht. Also ich finde es eigentlich relativ lustig. Wie? Das ist aber gemein. Das muss ich jetzt nochmal machen. So, ein Dinosaurier, der schwimmen kann. Ja, ich finde das echt cool. Ist primitiv, aber cool gemacht. Also, ich finde es total spannend. Was muss ich jetzt machen hier? Okay. Und ein E. Also immer wieder verschiedene spielen, damit das so funktioniert. Ist das gerade so eine Art Fahrstuhl? Okay, man muss nur schnell reagieren. So ähnlich wie bei Minecraft Dungeon.
wo man dann von dem Fahrstuhl mal hoch und runter springen muss. Gut, die drei mitnehmen. Was ist denn das? Okay. Ja. Wie gesagt, ich spiele das Spiel mal an, um zu zeigen, wie es ist. Ich muss sagen, ich finde es ja, lustig. Vor allem die Charaktere haben alle die gleiche Kinderstimme. Das kann man auch für Kleinkinder spielen. Muss ich sagen. Okay, dann geht's hier hoch. Cool, in einem Zug, das ging ja mal echt gut. Ah. Als sie auf der Hochebene stehen, sieht und versteht Masu. Der Fels staut den Druck im Vulkan auf und verursacht Beben im ganzen Es ist nur unser Freund Ayati, ein netter Brachiosaurier. Ihr müsst die Eier retten. Der weise Dinosaurier bittet uns inständig. Die Savanne wurde durchgeschüttelt und Eier rollten aus ihren Nestern. Die Raptoren sind auf der Jagd. Keine Zeit zum Ausruhen. Die mit dem größten Überblick finden die meisten Eier gar nicht. Um ehrlich zu sein. Nehme ich mit. Oh, in dem passiert nichts. Okay. Also das Ding bewegt sich jetzt dauerhaft. Ja, eigentlich wäre schön, wenn ich jetzt mal hier hoch. Wo soll ich denn eigentlich hin? Ich soll hoch, nicht soll runter. Ich soll hoch, nicht soll runter. Gut, jetzt bin ich wieder oben. Ah, ich kann fliegen. Nehme ich die beiden auch noch? Kann ich mal zwei mitnehmen? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz auf die zwei gehen. Fallen lassen und ich kann immer nur eins mitnehmen. Ich kann wirklich immer nur eins mitnehmen. Oh, der kann ganz gut springen, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall einige Eier gefunden. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll. Hm.
So. Dann sind hier oben noch Punkte. Cool, schlecht. Wir müssen jetzt eigentlich alle Eier sammeln. Auch das eine muss ich da hinten wieder einsammeln. Ja. Ah, nö, ich nehme die jetzt so schön mit, wie die da sind. Dann passt es auch. Dann folge ich dem Weg mal wieder schön. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich toll gemacht. Ich sag mal, für Kinder ist das Spiel optimal. Man kann spielen. Grafik ist gut, Handling ist super. Ja, jetzt geht's wieder hier hoch. Ich höre jetzt damit auf, weil es ist ja nun angespielt. Ihr habt gesehen, was man alles machen kann. Ihr müsst alle Eier einsammeln und dann ist alles super. Ich glaube, ich spiele das vielleicht mal ein, zwei Mal jetzt noch offline. Aber wow. Ja, dann habt erstmal noch viel Spaß, wenn ihr euch das Spiel besorgt. Es macht aber nur Fun, muss ich sagen. Und ihr könnt es auf höchster Grafik spielen mit den heutigen Rechnern, denn es ist ein etwas älteres Spiel. So, dann sage ich mal viel Spaß und goodbye. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Bye, bye. So. Und jetzt geht's ab in die Pause.